Aber nicht nur dafür. Und ich würde sagen, damit auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen hier zum zweiten Interview of the Dose. Ich bin komplett aus dem Häuschen hier. Tom, mein Bester, was geht? Markus, mein Allerbester, was geht? Ich. No front an der Stelle. Ich bin hyped. Warum sind wir heute hier, Tom? Wir sind hier wegen dem Pop-Up von Mission Gallery, Bro. Also wir machen jetzt hier den Pop-Up in Frankfurt mit dem Recreate Store zusammen. Ein paar Brands wieder, Künstler, wir haben Live-Acts, DJs. Ja, man, es geht weiter. Drei Leute, die dabei sind? Von den Brands meinst du? Chambre de Couture ist da am Start. Wir haben Baptized in Hell hier. Wir haben den Künstler Timothy Knightley. Sonst, ich kann schon weiter zeigen, wenn du möchtest. Wirklich richtig geile Leute hier wieder am Start. Ich habe auch den Timothy kennengelernt kurz. Der ist erst fucking 19. Ja, ist crazy jung, ja. So krank. Ich bin überrascht, wie hoch der Standard mittlerweile ist für so upcoming Brands in der Quali. Also, ja. Nichts ist da irgendwo, wo man ein bisschen mäkeln kann oder so. Es ist alles auf so einem krassen Stand und die Leute sind nice, der Vibe ist gut, der Glühwein und der Gin-Glühwein, what the fuck is that, fließt. Mit Ingwer und es knallt wie die Hölle, aber es schmeckt auch richtig gut, Digga. Es läuft wie so ein Red Bull, Alter. Kommt richtig nice, Mann. Also, man merkt, Tom und ich sind hyped. Markus, was sagst du zu dem Ganzen bis jetzt? Du bist ja heute erst angekommen. Genau, ich bin heute 12 Uhr, glaube ich, aber kurz nach 12, kurz nach Anfang angekommen. Und ich muss sagen, ich war echt überrascht. Also es war direkt was los. Ich war hier, die Mucke war, man kommt rein und man hat ein bisschen Bock so zu viben. Ja, ja, auch geile schön. Brands, da der Laden an sich, den finde ich auch echt nice. Also auch so kleine Goodies oder was, die auch selber noch verkauft haben. Das ist eine geile Auswahl, auch mit dem Künstler Timothy. Ja. Hat er sehr gut gemacht, der Junge. Sehr gut gemacht. Ja, Mann. Hier Tom von Vision Gallery. Heute beim Pop-Up, wie du schon gesagt hast, mit Recreate hier in Frankfurt. Und Markus zu meiner Rechten von Out of Time. Tatsächlich aber nicht mehr als One-Man-Show, sondern jetzt auch mit Tom zusammen. Yes. Markus, wie kommt es dazu, dass du den damit aufgenommen hast? Also bist du dir sicher? Oder erzähl mal ein bisschen. Ich weiß es selber noch nicht, ob es so die richtige Entscheidung war, aber... Nein. Es kam tatsächlich irgendwie so per Zufall, weil ich habe so gemerkt, es funktioniert gerade nicht mehr, alles alleine zu machen. Das heißt, ich habe ja alles von der Produktion, von ganzen Shootings, einfach alles, was dazu gehört, was du halt eigentlich auch nicht machst, wenn du irgendwo produzieren lässt. Und ich habe halt gemerkt, es funktioniert halt nicht mehr, alles alleine zu machen. Ich dachte so, ich brauche irgendwie Unterstützung. Und dann habe ich irgendwann zufällig auch mit Tom gequatscht. Und dann kam er so auf mich zu, ey, ich hätte Bock, das Ganze zu unterstützen. Da habe ich gedacht, ey, das passt tatsächlich echt gut, weil ich dich auch fragen wollte. Weil es kam aus dem Nichts, weil ich habe so gesehen, er hat halt die Fashion Show organisiert, wo wir auch da am Start waren. Und er hat das halt echt gut abgewickelt. Also ich war echt positiv überrascht. Ich dachte so, okay, ich lasse mich mal überraschen, was kommt so. So no front, Bruder. Ging mir auch so. Aber dann, wir waren halt da und ey, das lief halt alles. Die Orga, wie die ganze Show vorher organisiert wurde. Und da habe ich gedacht, ey, der steht halt genau für das Gleiche, was ich auch, dieses Community-Ding. Und da habe ich halt gedacht, ey, das passt einfach genau, dass er vielleicht einsteigt, auch mit diesem Teil mit einwirkt, weil... Wie gesagt, er fühlt halt genau das Gleiche und das ist mir halt wichtig. So, wenn ich dann mit wem zusammenarbeite, der dann halt auch den gleichen Shit fühlt wie ich. Und was das angeht, wusste ich halt, ey, Tom, der kann organisieren, der hat dieses Community-Ding voll drin. So. Wenn einer, dann Tom. So, ich dachte so, let's go, lass uns mal einfach reinstarten. Ja, finde ich geil, dass du nochmal die Fashion Show ansprichst, weil das war wirklich ein Brett und auch ein bisschen für mich so der Status, wo ich so gesagt habe, okay, krass. I love the people, I love the space, I love the crowd. Let's go deeper into that. Und da ist ja auch mein erstes Interview mit Ruben. Shoutout nochmal an Ruben von Now Clothing. Ja, und liebe Grüße, Alter. Safe. Completely, man. Sweetheart. Also ich fände es auch nochmal nice zu wissen, Markus, nochmal von der Brand-Perspektive, wie die Fashion Show für dich war. Und nochmal einen kleinen Recap zu geben. Was war deine erste? Ich glaube, wir hatten noch kurz im Interview on the spot darüber gesprochen. Ja. Gib uns nochmal einen kleinen Recap.
Ja, es war tatsächlich so meine erste Fashion Show von All the Time. Und ich muss sagen, war halt einfach mal ein geiles Erlebnis, weil es ist so, da denkst du halt erstmal gar nicht dran, so, oder bis bevor Tom mich gefragt hat, habe ich nie im Leben daran gedacht, eine Fashion Show zu machen. Mhm. Aber kriegst du einfach mal so die Möglichkeit, so ohne was selber zu organisieren, weil das ist der teure Scheiß, warum es viele halt nicht einfach machen, weil es halt teuer ist. True, ja. Haben gesagt, let's go, ey. Sold out. Sold out. Geiler Moment, und du bist dann halt so echt so, du siehst die ganze Crowd so, super viele Leute, die auch into Fashion sind, halt nicht irgendwelche 0815 Dudes, sondern wirklich auch Leute, die Bock haben und so in dieser ganzen Materie drin sind, und dann war einfach super geile Stimmung, so alle Brands haben einfach ihre eigene Show so rausgehauen, jeder hatte so mal ein eigenes Special drin, was ich halt richtig geil fand. Wir haben uns ja auch super viel überlegt. Ich habe meine ganzen Homies mit eingebunden. Wirklich, da nochmal so krankes Lob von mir hier, Digga. Die Show von dir, glaube ich auch, war für mich die mit dem größten Surprise-Faktor. Mhm. Vor allem halt auch durch die nochmal Live-Acts, die du mit eingebunden hast. Also die Homies, die du da im Start hattest. Genau. Richtig, richtig talentierte Boys. Ja, richtig, danke. Gut. Ja, Mann, das war halt echt so ein Ding. Wir haben halt gedacht, ey, All the Time will ich halt eh immer so als so ein Ding machen, was halt so, ich will halt wirklich Street Culture repräsentieren, so, das ist halt so, einfach wirklich mal die Culture. Und das sind halt so all meine Homies, die machen Musik, die machen Kunst, das ist halt einfach genau dieses Ding, so, alle kommen so von nichts so ein bisschen, und wir hatten einfach, boah, ich sag so, ey, ich gebe halt einfach allen so eine Stimme, so, was ich halt einfach mit meiner Brand halt auch machen will. Und da habe ich gesagt, Jungs, ihr kommt mit nach Berlin. Aurelio, du machst Intro und Nino, du machst Outro. Geil. Dann habe ich ja noch die Tasche gehabt von Josie, dem Künstler. Da habe ich ja so eine XXL-Toteback gemacht, wo ich dann einfach so ein Kunstwerk von ihm draufmalen lassen habe, was ich dann einmal noch rumgehen lassen habe, um ihm einfach nochmal so auch da zu präsentieren. Ich dachte so, ey, wir kommen hier nach Berlin und jetzt zeigen wir einfach mal, wer Münster ist. So, keiner kennt Münster, so, lass mal einfach zeigen, Münster macht auch geilen Shit, so. Ja, und dann haben wir halt gedacht, ey, komm, wir machen die längste Show, wir nehmen das voll mit und ja, zeigen einfach mal ein bisschen, geben mal ein bisschen was mit, ein bisschen eine Message auch. Ja, ich wollte auch noch sagen, das Shirt noch am Schluss, also mit den Jungs, dass das Shirt genau noch ein Statement oder so, weißt du? Genau dafür ist es auch da, Bro, das war super nice. Ja, aber nicht nur Statement, sondern auch schon, fand ich, sehr künstlerisch, richtig gut, richtig gut. Ja, danke, Jungs, ist immer, freut mich zu hören. So, jetzt mit dem ganzen Lob und alles, was du von uns bekommst, biggest supporter of course. Was können wir von All the Time jetzt im nächsten Jahr noch alles erwarten? Definitiv bestimmt wieder Runway von Vision Gallery. Jetzt müssen wir gucken, wie es passt so. Ich möchte mit Vision Gallery auch mehr Brands noch spreaden natürlich, Alter. Aber ich weiß aber nicht, auch bei All the Time am Start bin, Digga. Und wir beide sind so close mittlerweile, Alter, und richtig gute Hobbys geworden. Ich finde immer einen Weg, da All the Time mit reinzupacken, Alter. Und wenn es halt auch im Showcase ist, weißt du, ich meine, aber es wird immer am Start sein, so normal. Ja, was wird kommen? Also es wird auf jeden Fall eine Menge kommen. Dieses Jahr oder die letzten Monate mal ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen zu überlegen, wo es letztendlich hingehen soll und welche Richtung. Wir haben jetzt eine Kampagne geplant. Die geht jetzt erstmal, geht von Januar, fängt die an, geht dann ja, 3 Monate lang. Also ist eine echt lange Kampagne. Es geht jetzt nämlich erstmal. Sheesh! Tell us, what can we expect? Ich will noch nicht zu viel erzählen, weil es soll einfach so ein bisschen kommen, aber es geht immer so ein bisschen darum. Das ist jetzt gar keine Verkaufskampagne, es ist einfach mal eine Image-Kampagne. Es geht darum, einfach mal so darzustellen, wofür steht OT. Das heißt, was wollen wir repräsentieren oder worauf bauen wir aus? Auf, was sind unsere Werte? Und da habe ich einfach mal jetzt, da werden verschiedenste Personen auch mit eingebunden aus verschiedensten Bereichen. Und da wird einfach mal so ein bisschen OT vorgestellt letztendlich. Nice. Dass man auch mal sieht, dass es wirklich, dass ein Purpose hinter der Brand steckt und dass wir wirklich was vorhaben. Und letztendlich nicht nur Mode machen wollen. Das heißt, es ist jetzt erstmal eine Menge Aufbauarbeit, weil dann haben wir danach auch noch, also es ist demnächst auch das erste Mal, aktuell ist ja zum Beispiel alles noch handmade. Und dann soll von letztendlich yours auch, truly, ne? All genau, handmade von dir. Alles handmade bei mir in meinem Studio, in meinem kleinen Atelier. Aber das ist halt zu viel auf Dauer. Und jetzt wird es dann mal Zeit, ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen. Geil.
Und dann haben wir eine Kampagne vor, beziehungsweise einen Drop. Ich möchte den Namen jetzt noch nicht verraten, weil es noch viel zu früh ist. aber ich glaube, dass sobald, wenn man die Kampagne, die erste Wertekampagne, ein bisschen die Image-Kampagne mal sieht, dann ist der richtige Zeitpunkt, damit auch Leute verstehen. Nice. Da kommt jetzt was, wir bauen ein bisschen wirklich aufeinander auf. Ich möchte jetzt mal ein bisschen Kapitel für Kapitel mit Zeit nehmen und einmal einfach mal zeigen, was wir sind. Geil. Was wir mehr sind als wirklich jetzt ein bisschen Fashion. Mhm. Ja, weil Fashion, vor allem die Fashion Industry, gefällt dir ja gerade absolut gar nicht, oder? Ja, es ist. Hat da, so, hat da so ein paar Fronts in deiner Story gar nicht so unöffentlich mitbekommen? Ich kann die, ich blende die auch auf jeden Fall jetzt mal kurz ein. Ja, was soll ich sagen? Also, ich bin halt sehr, sehr. Das heißt, kritisch mit der Modebranche, wenn man halt tagtäglich da so drin ist. Mhm. Du siehst halt schon, es geht halt vieles irgendwie in die falsche Richtung. Ich habe jetzt zum Beispiel persönlich diesen deutschen Streetwear-Markt jetzt so im Kopf. Ich finde halt einfach, es ist einfach, du schaust nach links oder rechts und es, du siehst irgendwie immer das Gleiche in grün. Mhm. Es ist halt... Wir sind in so einer Zeit, es geht halt, Fashion ist halt so ein konsumorientiertes, so eine Industrie. Es geht nur noch ums Kaufen, Kaufen, Kaufen und Leute, ja, es fließt nur Geld und viele Brands sind halt einfach gefühlt, aus meiner Sicht, einfach nur darum, Geld zu machen. Mhm. Es steckt einfach nichts mehr hinter Brands dahinter. Das heißt, du siehst jetzt da Streetwear Brand A und Streetwear Brand B und das Shooting, bis auf die Models und das Logo auf den Hoodies, ist eigentlich genau das Gleiche. Alle tragen die gleichen Schuhe. Alle tragen irgendwelche Masken und es ist wirklich das gleiche in grün. Und ich finde, es muss mal ein bisschen mehr Substanz letztendlich in diesem Ganzen drin sein. Mhm. Weil es einfach nicht mehr um das geht, um wirklich Fashion. Weil, es soll jetzt nicht blöd klingen, aber soll ich mir fünfmal den gleichen Hoodie nur mit einem anderen Print kaufen? So, dann habe ich ein... Ja, das ist halt einfach so... Wofür brauche ich das letztendlich auch? Muss ich so viel in meinem Kleiderschrank haben, was ich letztendlich gar nicht trage? Safe. Das heißt, es ist nur, ja, wir sind in so einer, vor allem in der Mode, man hat so viele Sachen, man wirft so viel weg, man zieht es nicht an, einfach so ein Überkonsum, der eigentlich in der heutigen Zeit einfach total unreflektiert ist. Das ist halt, was ich so ein bisschen kritisiere und halt mit meiner Brand so ein bisschen auch versuche, dagegen zu pushen. Halt gar nicht die boldesten Sachen halt zu machen, eher schlicht zu halten und wirklich auf Langlebigkeit bedacht halt auch vom Style her so gemacht, dass ich halt weiß, ziehe ich auch in 30 Jahren. Am besten Beispiel eine Levis Jeans, die gab es vor 30 Jahren, die wird jetzt immer noch gerockt. So, das ist halt so das, was ich mit meinem Stuff eigentlich machen möchte. Genau solche, so eine Art von, weil das halt auch auf Zukunft orientiert ist. Da denken halt viel zu wenig Leute drüber nach und es geht nur noch um dieses Konsumieren, Konsumieren. Ich möchte auch Teil davon sein. Und das ist mir irgendwie langsam einfach zu viel. Ja, mir fällt da auch jetzt gerade dein Statement wieder ein, was du mir bei dem kurzen 3-Minuten-Interview-Clip, den wir auf der Fashion Show hatten, dass du, beziehungsweise dass ihr beide, das Outer Time, jetzt gerade Pieces rausbringt mit dem Approach, dass es irgendwann Vintage-Pieces werden. Genau. So. Das finde ich sehr, 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 sehr sweet. Finde ich richtig, richtig geil. Weil ich bin ganz bei dir, so, wenn man sich die Fashion, vor allem halt so, was jetzt so up and coming war, und was das Ganze, finde ich, groß gemacht hat, please, redet mir gerne rein, wenn ihr da nicht der gleichen Meinung seid oder was dazu sagen wollt. Ich glaube, das mit der, das ist dieses neue Fast Fashion. Viele bringen, ne, dieses, da muss man natürlich auch sagen, also ich gönne den Erfolg, jetzt kein Hate oder so, aber so 6BM, Peso, LFDY, das sind die Größten, die haben das groß gemacht. Richtig geil, aber auch viele Leute in den Space geholt, die Kreativität mit reingebracht, von vielen Leuten, die gesagt haben, ey, das macht irgendwie Spaß, da habe ich Bock drauf, auch in die Modebranche mit reinzugehen. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist es noch der falsche Approach. Was sagst du dazu, Tom? Ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, also ich sehe das ziemlich ähnlich, dass viele Brands auch dafür da sind, nur ja, die Reichweite, die sie schon haben, so zu nutzen, damit Geld zu machen. Es ändern sich auch sehr viele Brands, es sind sehr viele Parallelen dazu auf jeden Fall. Aus meiner Sicht ist es aber nicht schlecht unbedingt. Ich finde es eigentlich ziemlich gut, weil es soll auch so ein bisschen diese Fast-Fashion-Szene ablösen, weißt du?
So, ich habe es damals auch schon meine ersten Freunde gemacht, das war ewig her, ne? Also da haben wir von einem Jahr auch schon, oder nee, halbes, dreiviertel Jahr irgendwie so. Ja, irgendwie so. Und das erste Mal gequatscht hatten, auch schon gesagt so, ich sehe es wieder ein bisschen anders, weil das ersetzt so ein bisschen diese Fast-Fashion-Szene im Sinne von H&M, Zara, die ganzen großen Modemarken, die halt einfach viel der Umwelt wehtun, so Kapitalismus einfach durchgespielt haben, Alter. Sondern das ersetzt das ein bisschen, sondern lieber, das stütze ich, eine Brand, die etwas kleiner noch ist. Also für mich ist 6PM auch noch etwas kleiner. Also das ist noch keine Weltmarke, so, weißt du? 6PM ist zwar in Deutschland ziemlich big so, und wir verkaufen auch viel ins Ausland, ist aber noch keine Weltmarke, Alter. So, und ich bin mir sicher, dass Ashraf oder auch ein Justin mehr darauf achtet, wie die Sachen hergestellt werden, dass sie umweltbewusster hergestellt werden, dass es alles ein bisschen fairer abläuft, wie jetzt ein H&M oder ein Zara, ja, weißt du, wie ich meine? So, und lieber sollen die Leute, die diesen Basic Streetwear-Stuff fühlen und feiern, lieber da kaufen. Und da gibt es meinetwegen 200 Brands davon. Aber lieber supporten diese kleinere Brands, die Jungs, Mädels, die einen Traum haben, in dem, was sie machen, und spreaden damit die Liebe, weißt du, ich meine, bevor sie zu diesem großen Konzern laufen. Und das, so sehe ich das. So, ich bin auch so, teils mit deiner Meinung, so quatschen wir ja auch oft drüber, Alter, weil wir da wissen, so gegeneinander schießen manchmal. Dann diskutieren da ein paar Mal drüber, Alter. Ja. Dass halt vieles sehr, sehr ähnlich ist und Parallelen hat so, von Designs her. Mhm. Und dass manchmal auch der Bezug zur Brand, eine Kollektion rauskommt, die jetzt nicht unbedingt ein großes Überthema hat. Zum Beispiel die Jungs von True Dye hier, die erzählen die Story von Kreuzberg, von Berlin, weißt du? Ja, ja. Und die Prints sind auch mit den Sachen aus Kreuzberg so. Zum Beispiel der Prinz mit seinem Vater drauf von 30 Jahren mit einem Bild und so. Und erzählt dann eine Story damit, weißt du? Das ist krass so, das ist heftig. Aber manche Kollektionen sind schon sehr, ja, ein bisschen aus den Fingern gezogen. Muss ich auch ehrlich sein. So. Ich supporte die Jungs sehr gerne und check das auch immer ab, bevor ich Leute supporte, Alter. Aber kann man mehr machen auf jeden Fall. Kann man sehr viel machen. So, und das Lifestyle, dem bleibt auch ein bisschen auf der Strecke liegen. Mhm. Ja, aber das ist meine Meinung dafür. Ich will vielleicht einen Punkt dazu adden. Es geht jetzt gar nicht unbedingt, dass es so viele Modemarken an sich gibt. Ja. Aber es steht halt keine für irgendwas. Jetzt gehen wir, wenn wir von Streetwear mal reden, so. Ich glaube so, Icon ist so Stussy. Also Stussy steht halt einfach für Streetwear. Aber jeder, die haben ein bisschen Story dahinter, die stehen für was. Die haben das halt aufgebaut. Und jeder respektiert halt einfach diese Brand halt, weil die für irgendwas steht. Jeder hat assoziiert was mit Stussy. Ja. Jetzt eine blöde Frage. Wofür steht Peso für dich? Was stellt Peso für dich dar? Was für eine ID? Rolls Royce. McLaren. Nein, ich check, Mann. Aber so, das ist eine gute Frage, Bro. Das ist eine gute Frage. Ich könnte es auch nicht beantworten. Ich müsste überlegen, wer es Wofür steht für dich Stussy? Streetwear. Stussy steht für mich für Streetwear, für die ganze Culture. Du siehst halt einfach, das machen die Fotoshoots schon aus diesem Reel. Die kommen halt auch einfach wieder rüber. Du siehst die Leute, die Stussy halt tragen. Das sind halt wirklich auch die Culture-Leute. Ja. Skater. Das sind die Community-Leute. So, das passt einfach zusammen zu der Brand an sich. Das passt halt einfach so. Klar, tragen auch kleine Kinder und alles Stussy, aber klar, die gucken halt Stussy, für die hat das halt auch einen Wert. Und ist halt normal, dass die dann auch alles Stussy tragen wollen. Aber repräsentiert wird Stussy halt wirklich durch diese Culture halt oder einfach durch das, was die da ausmacht, die Street Culture wirklich. Und das ist es halt, die haben sich halt etabliert und die sind halt auch einfach, die werden jetzt auch nicht von jetzt auf gleich verpuffen. Du hast vollkommen recht, musst du auch wieder so sehen, die ganzen Brands, die du jetzt siehst, diese 3.000, 4.000, 5.000 Follower haben, whatever, lass mal diese 6PM und Peso mal raus. So, die fangen erst an, Bro, weißt du, ich meine? So, die muss erstmal eine Struktur aufbauen. Du weißt selbst, wie es ist, Alter. Dass du einen Hersteller findest, Bro. Dass du einen Grafiker findest, der das gut kann. Dass du die Schnitte selbst machst, so. Dafür musst du nicht auch irgendwie ein Studium haben oder die Jahre lang erstmal aneignen. Und eine Brand baut sich ja über die Jahre auf. So ein Stussy zum Beispiel gibt es ja schon wie lange? 20, 30 Jahre? Ich weiß nicht. Das ist in den 70ern, glaube ich. So irgendwie so. Supreme. Supreme wird es auch schon ewig, Digga, weißt du? Ja. Dieses ganze Culture-Ding, ja, kannst du ja auch nur mäßig erreichen, wenn du schon eine große Reichweite hast, so, weißt du? Ich glaube, das ist so der Punkt, Bro. So, wenn 6PM oder Peso oder sehen wir den gleichen oder so, oder lassen wir Vicinity sein oder so, weißt du? Sind auch schon big jetzt mittlerweile in Deutschland. Ja. Wenn die halt mehr für die Culture machen würden, hätten die auch nochmal ein anderes Standing, weißt du? Ja. Dann würde es auch nochmal festigen, so. Ich glaube, das ist so der springende Punkt. So, Leute können gerne machen, es passt doch alles. Eine Brand muss sich erst etablieren über Jahre, aber die müssen halt dann auch ein bisschen was zurückgeben in der Community. Und nicht mit Early Access Codes. Oder Sales oder so, sondern mit Events, Bro. Ja. Und das ist so, das, was wir auch, nochmal zurückzuführen zu Out of Time,
dass wir das machen wollen, Alter. Ja. So, ja. Das ist die Richtung, die wir gehen. Das ist es. Habe ich auch gerade ein bisschen so gemerkt, dass mit dem Statement jetzt vom Culture, wofür steht die Brand eigentlich für dich, es bringt mich gerade so, rundet das gerade ganz so ab, dass ja. du so dagegen schießt und sagst, ja, wir haben jetzt Kampagne bald geplant, ja. ich will nicht zu viel reden, wir wollen ein bisschen Culture bauen. Du willst halt, dass auch Out of Time OT für ein bisschen, für was, für mehr steht, ja. als nur für eine Fashion-Brand. Ich will eigentlich, dass Out of Time eine Lifestyle-Brand wird quasi, dass du halt auch denkst, auch wenn du halt Fashion nicht unbedingt feierst, du feierst einfach das, was wir machen. Mhm. Einfach, weil wir auch so vielseitig sind und ja. weil wir einfach jeden mit einbinden. Blöd gesagt, warum ich das immer mit dem Culture sage, so, das ist halt einfach, ich spiegel halt mit der Brand halt wieder, was mich halt persönlich umgibt. Mhm. Das heißt, und das sind halt diese ganzen Leute drumherum, die Skater, ich chill da mit den Skatern im Skatepark. Ich persönlich bin jetzt nicht am Skaten, aber ich hänge mit denen. Man chillt ein bisschen, ich chill mit dem Atelier. Ja, Kunst, Musik. So, das ist so, wir chillen im Studio, ich bin mit meinem Kollegen, wir die einen Song aufnehmen und das ist halt das, was mich umgibt. Und das ist halt so was halt auch, was ich halt auch mit meiner Brand halt widerspiegeln will, weil ich will halt nicht nur sagen, ich mache ein Produkt, sondern ich mache halt was, was, ja, einfach für das, für die Leute, die in diesem Kosmos drin sind. So, und ich will die halt alle catchen, so, und einfach, auch wenn du keine Fashion feierst, du feierst halt diesen All-the-Time-Lifestyle, weil wir halt einfach genau das machen, was wir wollen. So, wir achten nicht auf das oder auf das. Auf meinen Bildern, auf meinen Posts siehst du ganz viele Leute rauchen, blöd gesagt. Aber es gehört halt einfach dazu und das ist nicht so dieses, ich stecke mir jetzt eine Fluppe im Mund, um cool auszusehen bei dem Shooting, sondern das sind halt einfach wir und ich glaube, das kommt halt auch so rüber. Ich glaube, das ist halt, was mir auch so wichtig ist, dass dieser Content auch authentisch ist. Ja. Es soll kein Shooting sein, was einfach super nach Kommerz aussieht. Ich möchte halt einfach authentischen Content haben. Safe. Komm mir gerade die eine Line von Rin in den Kopf. Du wirst niemals Erfolg auf Insta haben, weil du nicht du selbst bist. Ja, ja. Ich habe tatsächlich letztens einen Podcast über Rin gehört, von OMR zufällig. Und dann hat er auch nochmal seine Vision über Insta ein bisschen erzählt. Das passt aber noch ganz... ganz gut zu. Geil, geil. Wo du das gerade erwähnst. Ja, Mann. Ja, Jungs, Culture, Kunst, Musik, Mode. Wie seid Handwerk. A lot skaten. Ja, ganz wichtig. Ganz viel mit drin. Wie seid ihr in den Space gekommen? Oh, das musst du ihm fragen. Weil er hat dich reingemacht? nee, also. Culture-mäßig meinst du jetzt im Allgemeinen, wie wir dazu gekommen sind? Ja, also im Allgemeinen. Ich meine, ihr wart noch bestimmt irgendwann mal 6 im Sandkasten und wolltet alle Bauarbeiter werden oder so. Und jetzt sitzt ihr hier, eigene Modemarke, Community-based Instagram-Account und macht wirklich so auch was in der realen Welt. Safe, und das ist das Wichtige, Alter. Das ist wirklich das Wichtige. Also von mir kam es halt, wir haben ja noch ein Kollektiv, das heißt 9to5. Das ist eine Seite, die wir erst von uns, 10, 12 Leute aus Bayern, so eine Gang mäßig, haben uns dann so entwickelt, dann eigene Veranstaltungen zu machen für Newcomer-Rapper, auch mit einem eigenen Rapper noch in den Reihen und so. Und so kam es dann eben, dieser Support von jungen Kreativen, so, die was erreichen wollen, die einfach einen Traum haben, haben die schon immer supportet, weißt du? Es waren immer so 5, 6, 7, auch manchmal schon 12 Rapper auf unseren Bühnen. So, es war wirklich so Festival-Type-Shit irgendwie. Es waren manchmal auch mehr Rapper auf der Bühne, als Gäste da waren, weil natürlich die auch noch kleiner sind, weißt du? So, wir schleppen die in irgendeine Stadt, Digga, und dann feiern wir halt da zusammen, weißt du? So, es war halt, ja, Backstage immer mehr los als aufs Publikum, Alter. Das war immer ziemlich funny, Alter. Aber ich glaube, so ist es bei mir entstanden, Mann. Und dazu kam, dass mein Homie noch eine eigene kleine Brand hatte, so mit Bartik-Sachen, so ganz damals. Oh my goodness. Marky will sich kurz... Komm, setz dich kurz mit rein. Jetzt, wo du schon da so reinstolperst, so ganz unauffällig. Ich hab schon 9to5 gemacht. Alter. Der Bruder war dann arbeiten. Komm, Marky, Bruder, komm. Pflanz dich, Digga. Marky, stell dich kurz vor. Ich bin DJ Tipsy. Mein Mitbewohner. Roommate. Yes, sir. Und eine kleine Bromance hier auch. Normal. Safe. Ich muss auf jeden Fall sagen, Marky hier rechts von mir und Tom, auf jeden Fall die Jungs mit dem krassesten Hosen-Game. Wirklich. Ihr lacht, aber es ist halt einfach true. Ja, wir haben es übernommen. Wir haben das Game übernommen. Insane. Ja, jetzt wo du hier in unserer Mitte sitzt, was sagst du zu Out of Time? Krasse Brand. Sehr krasse Brand. Jetzt sag ich dazu nichts. Mehr sagst du dazu nicht? Okay, es wird alles noch kommen.
Es kommt, wie es kommt. Ey, ich bin schon wieder leicht tipsy, Mann. Sorry, Mann. Nee, Out of Time wird auf jeden Fall das Game übernehmen. Safe. Hundertprozentig, Mann. Das muss ja auch sagen, wir sind Namensbruder. Ja, stimmt, Mann. Markus. Beide mit C tatsächlich. Süß, funny, Alter. Süß. Das ist heftig, Mann. Das habe ich auch hier die. Das sind einfach die krassesten. Ja, mal beide eine Zipfelmütze auf. Ja, er hat auch schon Mr. Simple kommen von Out of Time. So, er war ja auch da. Letztes Wochenende warst du ja bei mir. Oder letztes Wochenende. Haben wir Out of Time ein bisschen durchgeplant und so. Und jetzt auch ein bisschen mitbekommen, Alter. So, das wird immer crazy. Ja, hat er mir auch gestern schon beim ersten Tag vom Pop-Up richtig freudig von erzählt, dass ihr irgendwie los wart in der Bar. Und dann so, keine Ahnung, viel zu früh für jeden normalen Menschen reingehauen sein. Ey, wir müssen nach Hause, wir müssen an den Laptop, wir müssen arbeiten, wir müssen das schaffen. Er ist so besessen von seiner Arbeit, das ist crazy. Er saß so da und so, oh, das Hemd, Digga, ich muss das Hemd jetzt designen. Ich muss nach Hause, Digga, das geht nicht, Alter. So ein Bier ins, weißt du? Also, Bro, dann fährt er nach Hause, wir steifen noch rum bis 5 Uhr morgens, und er ist zu Hause und designt sein Scheiß, Bro. Er ist crazy, Alter. Er ist crazy. Er ist der krasseste, wirklich. Ich schwör dir, das ist hart. Ja, richtig geil, Mann, richtig geil. Das ist doch, finde ich, gute Bridge jetzt gerade, was du ansprichst, Design. Würde ich direkt mal das Wort wieder an Markus geben, fragen, wie gehst du eigentlich da immer an die einzelnen Pieces? Weil du machst ja schon immer sehr individuelle Pieces für Out of Time. Ist jetzt nicht so eine krasse hohe Stückzahl, ist auch viel, viel Vintage-Stuff, den du nochmal upcyclest. Wie ist der Prozess? Ganz ehrlich, bei den Vintage-Pieces, da mache ich es oft so, ich lege das Ding einfach vor mir und überlege mir jetzt, boah, was mache ich jetzt? Also nehme ich mir einfach Zeit, so Nachmittag. Blöd gesagt, das eins der super gefragten war das grüne Hemd mit den weißen Streifen drin, mit so Longsleeves drunter. Da hatte ich das Hemd einfach, so super boring, kurzarmeliges Hemd. Und dann dachte ich, aber irgendwie muss ich jetzt was mit machen und dann Musik halt angemacht. Und dann fange ich halt einfach an und dann mache ich halt einfach so. Das ist so dieses Upcycling. Und das andere ist halt oft so, ist tatsächlich schwer zu greifen, aber ich habe halt oft irgendwie einfach so ein Fit auf mal im Kopf. Das heißt so, ich habe ja einen gewissen Style sozusagen, den ich immer so rüberbringe. Und dann überlege ich halt immer selber, was könnte ich noch so style-wise adden. Ich bin super viel an Vintage-Stuff unterwegs. Das heißt, ich gucke auch teilweise viel Pinterest, ich gucke mir super viele Details oft an. So. Da, weil ich auch alles selber mache, geht es mir viel um Verarbeitung. Das heißt, und dann habe ich immer irgendwie einfach so ein timeless Look auf mal im Kopf und dann arbeite ich dann irgendwie aus. Ich fange dann an mit einem Sample, wo ich dann einfach mal ganz stumpf den Fit sample und dann im nächsten Schritt gucke ich dann halt, okay, hier ändere ich vielleicht eine Teilungsnaht, hier mache ich nochmal ein Detail mit einem Reißverschluss, mit einer Passbildtasche. Oder runde den Kragen ab und dann ist es wirklich oft bei mir so ein, es kommt mir in den Kopf und dann mache ich es halt einfach. Oder je nachdem, manchmal habe ich auch einen Materialschnitt. Ich habe so einen Hemdenschnitt, den habe ich jetzt auch in meiner Collection, in meinem Lookbook gedroppt. Können wir vielleicht mal einblenden. Das sind so ein Jeanshemd und zwei, einmal ein Seidenhemd und einmal so ein, was ist das, so ein Bouclé-Hemd. Aber nur durch den Schnitt fällt es halt einfach anders. Dann habe ich ein bisschen mal unten verkürzt oder eine Kurve reingebracht und schon wird der ganze Teil halt einfach anders. Andere Ärmel geaddet, anstatt Manschetten halt Gummibündchen und schon hast du ein anderes Produkt halt. Das ist halt auch, was ich ja zeigen möchte. Du brauchst halt nicht viel, um coole Produkte zu machen. Ich versuche wenig durch Komplexität letztendlich den ganzen Scheiß halt rüberzubringen, sondern eher durch Fit, das heißt durch Materialien, durch Schnitte. Ich glaube, das kann ich ganz gut, dass du halt einfach so, du sollst einfach nach Style, du sollst nicht einfach so, das und das ist gerade modisch in. Du sollst halt, wenn du All the Time trägst, in den Raum kommen und du sollst halt einfach angesehen werden, der hat Style, der Junge. Das ist halt einfach so mein Main Goal, halt genau das halt dann zu schaffen. Halt eher simpler mit Materialien. Ich bin auch diese Lederjacke, super raw. Ich habe mir einfach von alten Polstereien, habe ich mir blöd gesagt, Lederstücke zuschicken lassen, habe angefragt, könnt ihr mir Leder schicken und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt daraus? Und bin angefangen, halt diese Lederjacke zu nähen. Geil. So, dann ist sie halt so entstanden, wie sie ist. Ich habe keine Ledermaschine und dann hatte ich halt diese Bündchen, wollte ich eigentlich einpaspeln, das heißt das umlegen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Cam sieht. Eigentlich so zum Beispiel nähen, aber die Maschine packt das halt einfach nicht, weil Leder zu rutschig ist. Dann habe ich es halt alles raw gelassen und dann fand ich halt diesen rawen Charakter. So entsteht dann halt dieses raw Produkt halt. Sieht halt super hochwertig durch dieses Leder aus, aber super raw, was ich halt dann halt auch letztendlich widerspiegeln will. Ja. Das ist dann halt so. So entsteht dann halt auch irgendwie so ein Konzept. Hochwertig und raw, das ist so raw,
Low-key Luxury, das ist halt das, was ich tatsächlich so versuche umzusetzen. I like it. Was sagst du dazu? Echt die fiese Antwort. Ich bin halt DJ, was gar nicht im Fashion Game unterwegs war. Ich feiere es halt einfach nur, aber wenn es von ihm kommt, ist halt einfach krass. Danke, Bruder. For real. Er macht einfach so krassen Stuff, so keine Ahnung. Allein schon der Hoodie auch von Tom, den er jetzt so trägt. Er ist einfach brutal so. Es ist clean, es ist hart, es ist. Nett ist noch crazy so. Markus, dann krieg ich endlich mal was. Alles so geschnitten und die Nail, Bro, du siehst halt wirklich keinen einzigen Stichfehler, weißt du, ich meine? Das ist so clean, Bro, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich hab die Augen nicht mal dazu oder Geduld, Alter. Aber das zu machen ist crazy, wirklich. Küche ist immer so. Ich bin echt froh, dass ich jetzt am Start bin bei ihm, weil jetzt krieg ich immer frische Klamotten, Digga, weißt du? Er muss auch was für tun, sonst gibt's ja auch nichts. Das ist noch Nein, Quatsch, natürlich, Bro. Aber ich appreciate es sehr und ich sehe mich auch in der Brand, Digga, durch und durch. So. Ich gucke sein Lookbook durch und denke mir so, wow, das will ich. So. Das ist crazy. Das Match perfekt, Alter. Krasses Team auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ziemlich viel auf euch allen zukommen. Du bist auch am Start, Digga. Ich bin DJ, Bro. Ja, Bro, du bist immer. Ich dreh die Tables. Er macht immer die Tables, wer die Event ist. Ja, Bro, aber Mike kriegst du nur mit guter Musik, Bro. Das ist dein Ding, Alter. Stimmt. Normal. Wir sind ein Team. Normal. Team. Wir sind die drei besten Freunde. Nein, schon. Er war, finde ich, richtig nice. Also ein sehr, 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 sehr flowigen Approach auf das Ganze. Ist nicht so wirklich technisch irgendwie da Pläne und dann ran, sondern einfach Black oder White Canvas. Und starting to paint. Ja. Finde ich richtig, richtig sweet, den Approach. Aber woher kommt eigentlich das ganze Knowledge, was du hast? Woher kommt es, dass du so ein clean, weil Tom hat gerade gesagt, die Nähte sind wirklich krank. Ich werfe da gerade einen Blick drauf, sind wirklich, also, und die Jacke ist zwar hier auch raw gelassen bei der Verarbeitung, aber es ist halt auch dieser gewollte Vibe, aber es ist trotzdem clean verarbeitet. Woher kommt das ganze Wissen, dass du das kannst? Frage, Alter, das habe ich mir irgendwie angeeignet. Ich bin tatsächlich erst mit dem Nähen 2020 im März Corona angefangen. Mhm. So habe ich das erste Mal so gesagt, ich habe Bock zu nähen. Ich hatte halt vorher, haben wir immer geprintet, schon mal so eine Siebdruckmaschine gekauft und dann so gemerkt, so boah, kein Bock mehr, nur irgendwie was zu printen oder so. Mhm. War halt Corona, hast nichts zu tun. Nähmaschine von meiner Oma kurz rübergeholt zu mir. Geil. So und dann angefangen halt zu nähen und dann. Mhm. Fängst du halt an und ich hatte halt irgendwie Bock auf dieses Handwerk halt, weil für mich halt einfach, ich finde halt Hand, also ich gucke halt auf Klamotten super gerne, auf Verarbeitung, Details, weil das macht letztendlich Qualität von einem Produkt aus. Und das hat mich halt immer so ein bisschen gecatcht und dann bin ich halt da irgendwie reingekommen. Ich hatte halt auch eigentlich Wirtschaftsingenieur studiert, hab dann irgendwann meinen Master abgebrochen, hab dann ewig erstmal nach einem Job gesucht, bin dann bei Snipes im Design- und Produktmanagement erstmal gelandet und da halt super viel mal über den Prozess so ein bisschen gelernt, okay, wie läuft das Ganze letztendlich ab. Ja. Halt mal so ein bisschen so eine kleine Grundausbildung, was halt Abläufe im Design angeht, auch bekommen und dann halt nach einem halben Jahr gesagt so, fuck off, ich kündige, ich will jetzt einfach mein eigenes Ding machen. Dann bin ich bei, ja, in so einer Fashion-Agentur letztendlich untergekommen, die ich aber gefragt habe, wir kannten uns schon vorher, kann ich bei dir reinkommen und einen Arbeitsplatz einfach haben? So, ich brauche irgendwie, wo ich meinen Stuff machen kann. Dann hat er gesagt, ja, und dann haben wir halt zusammen angefangen so, ja, dieses, ja, Handmade aufzubauen. Das heißt, er hatte auch so eine Vision, diese Made-in-Germany-Sachen wieder groß zu machen. Und dann haben wir halt angefangen, unser kleines Atelier da zu bauen mit den Maschinen. Mhm. Und da hatte ich halt einfach noch mehr Bock, mich da reinzufuchsen. Okay, wie kann ich da mein Stuff nähen? Weil ich es ja halt auch lernen muss, damit ich halt genau sowas halt machen kann. Ja, safe. Ich hatte halt niemanden, der mir das beigebracht hat halt. Also einfach machen musst du dann halt. Mhm. Deswegen kommt auch vielleicht dieser ganze Ansatz, Design-Ansatz, einfach immer machen. Ja, und dann habe ich halt angefangen, dann haben wir halt immer weitergemacht. Ja, nebenbei entwickle ich zum Beispiel noch für andere Brands. Das heißt, wenn andere Brands zu mir kommen und sagen, die möchten Pieces entwickelt haben, dann kommen die zu mir. Das heißt, mit meinem Partner ist der Olaf auch super lustige Geschichte. Gell? Er ist schon auch irgendwie 50 Jahre alt und wir arbeiten halt zusammen und entwickeln halt für kleine Brands Klamotten. Geil,
Ja, und da beschäftigt sich du natürlich auch mehr damit, wenn du für andere Brands, machen wir zum Beispiel einen Mantel, der All-Over-Druck hat, eine Bomberjacke mit All-Over-Druck. Okay, wie funktioniert das überhaupt? Wir müssen ja die Prototypen entwickeln. Und so beschäftige mich ja, ich 24/7 eigentlich mit diesem ganzen Handwerk. Ja, krass, Alter. Ja, und das ist halt dann halt, dann kommt es halt dazu, zu diesem ganzen Approach von mir. Ja, nice. Ich würde mich wieder ausklinken. Ja, easy. Hat mich gefreut. Ja, hat mich auch gefreut. Danke für alles. Jungs, wir sehen uns gleich. Ey, ich nutze jetzt mal kurz die, diese Break, die Marki kreiert, um Werbung zu machen. Richtig. Und zwar, Leute, wenn ihr geisteskranke Basics kaufen wollt, dann checkt gerne purhybrid.com ab von meinem Homie Patrick. Der macht die krassesten Basic-Hoodies. Finerschnitt, 65% Baumwolle, 35% Polyester. Kann man nichts falsch machen, gibt es viele verschiedene Colorways. Also checkt das gerne ab. Sei ihm gegönnt, Bruder. Sei ihm gegönnt. Sei ihm gegönnt. Ich habe auch schon gefühlt, also fühlt sich wirklich... Ich war ein bisschen skeptisch, aber ich habe gefühlt, fühlt sich echt gut an. Na, warum bist du nicht skeptisch, Alter? Ich bin immer skeptisch, also deswegen Props an deinen Bro. Sing, sing, sing. Ja, Jungs. Ich find's ja richtig geil, dieses ganze Interview-Gedöns und so macht mir unnormal Spaß. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Und beim Ruben hatte ich so ein geiles Game mir überlegt. Wäre natürlich jetzt langweilig, wenn ich genau das gleiche mitbringe. Deswegen mache ich jetzt mit euch mal was anderes. Und zwar hau ich jetzt Fashion Statements raus. Ich hau die jetzt einfach raus und dann, ich würde sagen, geben Markus den Vortritt und dann kommt Tom. Weil das Beste kommt dann zum Schluss. Und Ladies first. Ja, du Wichser. Und also einfach so, so ich hau jetzt einfach mal raus und dann gibst deinen Senf dazu, okay? Okay. Pass auf. Weiße Socken, weiße Sneaker und schwarze Socken, schwarze Sneaker. Ist ein Muss, oder? No, also ich bin, seit ich 14 bin, trage ich nur lange Tennissocken, weiße. Also das ist mein Go-To. Das heißt, du siehst mich immer nur mit weißen langen Tennissocken. Also mir kommt leider nichts anderes irgendwie, da bin ich drauf festgefahren. Das ist so mein Ding, weiße lange Tennissocken. Also... Always white. Und wenn du jetzt jemanden mit Air Force One siehst in weiß und hat so, keine Ahnung, irgendwie so Anzugsocken mit so einem krassen Print drauf, würdest du sagen? Ja? Ich glaube ja. Okay. Tom, was sagst du zu dem Ganzen? Bruder, ich denke, Schuhe an sich nicht Problem, aber es muss zum oberen Outfit passen. So. Mhm. Jetzt halt weiße Tennissocken gehen immer, Bro. Das ist wirklich so. Es geht wirklich immer, es ist mir Sneaker eigentlich, also wie so ja, diese kleinen Sneaker, ich weiß nicht, wie sie heißen, Alter. Kleine Socken, Alter. Kleine Sneakersocken. Also, Sneakersocken, ja. Sneakersocken, ja. So, aber ich finde, wenn ich jetzt weiße Schuhe habe, aber ein schwarzes Outfit oben, dann sollten die Socken auch schwarz sein, Digga. Okay. So, vielleicht nicht pink oder so. Manche machen es auch extra, weißt du, dass sie nur so auf Farbakzente setzen hier mit den Socken, bla bla bla. So, das sollte schon irgendwie matchen, finde ich, Alter. Ja, also ich muss sagen, so meine Wardrobe ist auch eher schwarz. Ja. Aber meine Socken sind halt so wie bei Markus, ja, eher weiß. Ja, das triggert mich schon wieder, Alter. Das triggert dich? Das triggert mich, Alter. Okay. Du bist ein schwarzer Hin, Bro. Okay. Nein, ich bin absolut bei dir. Ich bin da absolut bei weißt dir. Weißt du, das ist einfach so, da sind nur. Das Interview, okay. Haben wir das auf jeden Fall gesettelt? Oder ja, halt auch eher nicht? Oder? Okay, ich würde. Zweites Statement, was ich mir überlegt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Aber ich habe irgendwann mal gelesen: Fashion has no gender. Stimme ich zu. Also, ich muss halt sagen, wenn ich mal ab und zu, scroll ich mal so ein bisschen durch und dann denke ich oft zum Beispiel, was Hosen angeht, haben Frauen teilweise zum Beispiel viel krassere Hosen, die ich als Mann rocken würde, als es Männerhosen gibt. Weil ich mir schon krass, aber ich denke mir halt genau andersrum. Manche Frauen sehen einfach echt geile Männerklamotten aus. Es ist so, mittlerweile kannst du halt echt alles trocken. Du kannst einen Rock rocken als Typ und es kann geil aussehen, wenn es geil kommt. So. Also ich glaube, das ist so ein Ding, da stimme ich dir halt absolut voll zu. So. Fashion has no gender. Jeder kann halt auch einfach machen, was er will. So. Yeah. Rocks confident, was du willst so, und confidence everything is key. Fine. Ich glaube, das ist Confidence sein. Ja. Confidence zu rocken. Also, bestes Beispiel mit den Rocken halt für Männer, Bro.
Das sieht geistkrank gut aus, Bro. Also ich meine, die Größen machen es auch vor Rocky und so. Also Rocky hat auch schon auf dem Runway oder auf dem roten Teppich auch schon Röcke getragen, Alter. Es sieht immer fresh aus, Dicker. Ja? Du musst du confident sein, Alter. Mhm. Und so da stehst du, weißt du, und dich irgendwie schämst dafür, was du anhast, weil du dich nicht fühlst, Bro. Klar sieht es dann scheiße aus. Aber wenn du was Krasses anhast und du fühlst es so und du stehst auch so da, Bro, easy, Mann. Trag, was du willst, Alter. Trag, was du willst. Normal. Wirklich. Ja, Mann. Safe. Ja, fallen euch noch Fashion-Statements ein, die euch irgendwie krass triggern, wo ihr sagt so, that's the common sense, aber ich habe eigentlich die underrated opinion, das ist trash. Boah. Oh, ja. Ich kann keine Isaac Jordans mehr sehen. Das ist wirklich underrated opinion. Also ich weiß, da drehe ich jetzt viel auf die Schuhe wahrscheinlich damit, Alter. Auf die Jordans? Ja, auf die Jordans, Digga, aber ich kann keine Einser mehr sehen, Bro, wirklich. Es ist, in den letzten Jahren war es viel zu viel, Bro. So, es ist gut jetzt. Es reicht jetzt wirklich, Alter. Das triggert mich nur ein bisschen, Alter. So. Okay. Es sind viele cool, ich will gar nicht irgendwie fronten oder sonstiges, Digga. Aber ich kann es auch persönlich nicht mehr sehen, Alter. Aber ja, ich glaube, sonst war es sonst, Alter. Sonst war es sonst. Mach, was ihr wollt, Alter. Sonst macht, was ihr wollt. Oder Quote, Marky, es kommt, wie es kommt. Ja, es kommt, wie es kommt. Wie's kommt. Der König, Alter. Geil, ja. Jungs. Ja, Markus, hast du ein bisschen noch hier Senf, den du abgeben willst zum Pop-Up, was ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt, vor dem Interview das Ganze anzugucken, das Ganze auf dich wirken zu lassen, auch ein paar Eindrücke von anderen Brands noch zu bekommen, finde ich immer interessant, den Blick von einem Designer auf andere Brands erzählt zu bekommen. Wie hast du den Pop-Up bis jetzt erlebt? Also Pop-Up ist echt nice organisiert, also du kommst halt rein, du siehst halt direkt, jeder hat so seinen eigenen Stand, kommst halt rein, nice mit der Kunst von Timothy. Also muss ich auch sagen, feiere ich echt hart. Ich habe ein bisschen mit dem Jungen gequatscht, auch ja. Sein Ansatz hinter dem Ganzen, super cooler Typ, so fängst du halt schon geil rein mit dem. Bist halt begrüßt von der Musik die ganze Zeit, ist für mich halt immer super wichtig, halt auch Musik bei so einem Pop-Up-Event, weil da muss irgendwie auch Stimmung sein. Es geht halt nicht nur darum, um zu kaufen, sondern ist ja auch hier, das Pop-Up ist da, um die Leute zusammenzubringen. Culture. Und das klappt halt auch immer so gut. Siehst du halt, alle sind oben am Chillen, am Labern. Bei jeder Brand stehen die Leute und talken. Es ist halt einfach geil, so zu sehen. Ich habe auch mit allen mal ein bisschen gequatscht. Hier mit Pascal von Chambre. Auch echt viel, auch sehr korrekter Dude. Mit dem, er macht ja auch alles handmade. Super viel mit ihm drüber gequatscht, weil da quatscht er halt nochmal ein bisschen anders halt drüber, weil du halt siehst, okay, guckst deine Arbeit mal genau an, wie er so die Dinge verarbeitet und ein bisschen Erfahrungen austauschen. Und das ist halt echt geil, also geile Brands hat er, geile Brands eingeladen, auch geile Künstler. Store an sich passt halt auch perfekt, auch dieses jegliche Art von Kunst findest du hier, auch Kunstwerke, die richtig teure Kunstwerke, die du kaufen kannst. Du kannst ja echt einfach Kaffee, du kriegst einen nice Kaffee hier, ist für mich auch immer viel wert. So, so guter Kaffee ist immer, ey, es ist perfekt. Ja, Mann. Ja, schau Lage. Wie kam es zu der Connection hier zum Recreate Store? Durch Enzo, also mein Partner von Vision. Der ist halt hier based in Frankfurt, hat auch eine eigene Brand, Mercurius heißt sie. Und er hängt auch mit seiner Brand hier oben. Hast du schon gesehen, zufällig? Mercurius, ja, klar. Ich habe mit Alex ein paar Minuten gequatscht. Ja, same. Krass. Hängt hier auch oben so. Und durch ihn ist auch eine Freundschaft entstanden, durch mittlerweile jetzt fast ein Jahr oder so. Er kannte die Leute eben schon hier, weil er eben auch im Store hängt und die Jungs sind auch sehr korrekt und meinten, haben auch Bock aufs neue Events und so Sachen. Und dann haben wir connected, ging auch ziemlich schnell. Einmal ihm erzählt und am gleichen Tag noch haben wir telefoniert und gleich ausgemacht. Ja, jetzt sind wir hier, Alter. So kam das, Alter. Safe. Ist cool, ja. Und was für Events können wir jetzt in der Zukunft erwarten von euch? Bro, eigentlich alles. Also eigentlich alles Mögliche so. Schon something with details? Ja, klar. Wir haben jetzt dann Mitte Januar bei Impari, die auch bei der Show war, die Brand, Impari Moda. African Street Style hat den eigenen Store based in Berlin, am Borsthagener Platz oder Straße. Dann machen wir nächsten Pop-Up. Also auch wieder gleiches Konzept wie hier, 5 Brands, ein Künstler, eine Customizerin kommt wahrscheinlich auch, ist gerade eine Erklärung. Live-Painting machen wir wahrscheinlich von einem Künstler, der macht die ganze Wand voll von ihr. Also crazy auch wieder und einfach so dieser Vibe, das Community-Building, Alter. Zusammenbringen die Leute, in person quatschen, so einfach einen Vibe erschaffen, Mann. Und dann nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eine Fashion-Show. Also September, dann in der Fashion Week, wenn sie in Berlin wieder ist.
mache ich die zweite Fashion Show dann. Also Vision Show 2.0 oder einfach nur Vision Show, whatever. So, aber ich mache auf jeden Fall weiter damit. Und allgemein kommen einfach mehr Pop-Ups und vielleicht eine Vintage-Messe oder sowas in die Richtung. Aber wir planen viel Sachen, auch deutschlandweit. Geil. Ja, Mann. Aber was wird so deine Rolle dann bei Order Time sein? Bro, ich werde den kreativen Part, Design Part, er ist damit zu krass, Alter. So, ich, klar, werf ein, zwei Sachen vielleicht mal rein, Alter. Aber sonst halte ich mich da völlig raus, weil er macht so schon heftig. So, ich feiere die Pieces an sich, das ist alles krass, was er macht. Wir haben gar nicht so viel über dich gesprochen, auch noch nicht, ne? Was man genau mein Part ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar nicht so über. Ich war jetzt letzte Woche bei ihm, wir haben mal so ein bisschen halt so gequatscht, halt so auch mit so mit der Kampagne, was da so ansteht und einfach erstmal so gemacht. Wir haben noch gar nicht. Wirkliche Rollenverteilung haben wir gar nicht, Alter. Aber so jetzt, letzte Woche war halt bei Contentplanung da, haben wir uns einen ordentlichen Plan gestimmt für die Kampagne, Alter. Und mal ein bisschen Publishing, so Events organisieren, da ein bisschen connecten, weil mittlerweile kenne ich doch ein, zwei Leute auch in Berlin und so. Kann da was klären, vielleicht für ein Pop-up oder whatever so. Sondern, keine Ahnung, ich helfe einfach, wo ich kann. Das findet sich so. Safe. Ich glaube, das ist einfach so ein Prozess. Voll. Wo wir jetzt reinkommen, weil geht jetzt erstmal los, ne? Voll. Ist ja jetzt. Also super frisch. Also super frisch. Ja, wie ihr mal wieder seht, The Dose, euer Fashion Magazine des Vertrauens, ganz früh am Start. Und. Ey, das darf erst nächstes Jahr veröffentlicht werden, ne? Ach so. Nee. Ist das Nein. Jungs, ich bin unheimlich gespannt, was ihr schaffen werdet. Was bei Outer Time noch kommen wird. Ich habe immer unheimlich Probleme, Hosen zu finden. Ich muss mir mal irgendwie Maße oder so, muss ich dir mal rüberschicken, weil ich würde auf jeden Fall diese eine Cord-Hose, die wir auch bei der Fashion Show hatten, nicht zu clean, da müsste man nochmal drüber reden. Apropos Hosen, darf ich noch sagen, Bro, Shoutout an Social Injury Clothing, Alter. Das ist mein Homie Elias, der macht das seit, das ist ein Day One von mir, der macht das seit ein, zwei Jahren mit den Pants. Check diese Custom Pants von ihm ab, die sind geistkrank. Ich schwöre, der hat mir nichts geschickt. Ich habe ihm gesagt, meine Größe, mehr wusste er nicht und dies. Perfekt, Bro. Hack, wem Hack gebührt, ne? Normal, Bro. So ist ein Day One sowieso immer, Alter. Always, always. Supportens. Markus, du hast das letzte Wort. Mein letztes Wort. Ja. Leute. Hört weniger auf, Blödsinn zu kaufen. Schaut euch Order Time an und kauft euch realen Shit. Kauft euch realen Shit. Leute, ich danke euch. Hat mich gefreut, war mir echt eine Ehre. Sehr lustige Zeit, sehr lustiges Interview. Hat gebockt. Easy. Und damit, ja, ciao. Ciao, Leute.